Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag, der 15. Mai 2023, Uhrzeit 8.36 Uhr. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Raum. Und ja, wenn Sie das Video am Freitag geschaut haben, wir haben seit Dienstag bis Freitag einen Trade ja gehatcht, gestoppt und haben den mit Master Template aufgelöst. Und ja, und wir wollen hoffen, dass wir diese Woche gut reinkommen. Ja, aber selbst wenn so eine Herausforderung ist, man muss einen Trade stoppen, kann man die Möglichkeit nutzen, ihn eben halt zu schließen. Oder wie wir es jetzt getan haben, um auch in den Trainingsmodus mal reinzugehen, ihn zu hatchen, um ihn dann später aufzulösen. Ich empfehle aber, wenn man in dem 6.7. Trade, also in dieser Form der Aufschaukelung kommt, ihn nicht zu hatchen, weil wir haben es gesehen, wir haben ihn Dienstag gehatcht, weil ich dann auf das Festival OMR gegangen bin mit dem Team, dass dann wir erst am Freitag dazu gekommen sind, vom Setup den Trade aufzulösen. Und wenn man im 6.7.8. Trade sein sollte, haben wir die Herausforderung, dass wir einen Zinsen zahlen. Ich habe den Trade im 4. gestoppt, insofern war das noch gering, aber man hat gesehen, von dass wir doch da einiges an Zinsen mitzahlen müssen. Das erkennt die Software. Insofern das nochmal als Nachtrag und Hinweis. So, wir sehen ein Gap und deswegen gehen wir erstmal Richtung 15.900. Ein Gap, eine Kurslücke hier. Vielleicht schließt er das. Ja, wir sind dichter definitiv dran an der 15.6 und wir sind aktuell an der 15.950er Marke. Also spektakulär. Mal gucken, in welche Richtung es laufen sollte. Wir werden einmal den Trade hier nochmal schließen und werden ihn hier auf die andere Seite platzieren. Das ist ja das, wo wir Big Number und Blue Boxen traden. Jetzt wird gefragt mit Sicherheit, wo kommt dann hier der die Vola-Box rein und wir gucken uns das an. 15.969. Das heißt, wenn alles so bleibt, werden wir wahrscheinlich mit einem Vola-Box-Trade den Tag beginnen. Das der Hinweis. Ja, ich wünsche uns allen gute Trades und melde mich dann gleich nochmal. Die erste Falle, wie gesagt, ist platziert und ja, wir sind dichter dran. Das heißt, weg und gehen mal optimistisch an die Super Big Number ran, dass wir heute das erstmal da zumindest Hallo sagen. Und wir haben den ersten Trade, wie erwartet, die Vola-Box 68 Long und 53 Short. Der erste Trade ist mit einem sehr geringen Gewinnziel. Ab dem zweiten gehen wir auf angepasst. Und raus. Das war für unser Videotagebuch unser Eröffnungstrade und wir steigen im Live-Trading-Raum. Machen wir jetzt weiter. Ich verabschiede mich. Es ist 9 Uhr. So soll es sein. Und wir hören uns morgen wieder und für alle YouTuber. Und wir sehen, wir sind wieder im Markt. Also bis dahin, gute Trades bis morgen und wir machen im Live-Trading-Raum weiter.